Sie sagen, all diese Einschränkungen, die jetzt stattfinden, die fußen doch auf einem vernünftigen Grund, man möchte die Gesundheit schützen, die körperliche Unversehrtheit. Und ich muss Ihnen sagen, da stimmen wir Ihnen ja zu, das ist ein vernünftiger Grund. Aber das kriegen Sie natürlich nicht mit der Holzhammermethode hin oder mit der Rasenmähermethode hin, wo Sie im Grunde genommen ganz pauschal irgendwelche Kennzahlen festlegen und dann verordnen, wer beispielsweise als Unternehmen schließen muss, über anderthalb Monate, zwei Monate, ja, und wer aufmachen darf. So geht es natürlich nicht. Infektionsschutz muss man mit Augenmaß betreiben. Man muss flexibel sein und nichts anderes fordert unser Antrag. Ja? Und das ist eine brandaktuelle Forderung, das muss ich Ihnen mal sagen. Da können Sie gerne mal bei den Gaststätten nachfragen oder bei den Fahrlehrern oder bei den Reisebüros, die ja draußen vor der Tür standen. Ja, die werden Ihnen das auch nicht anders erklären. Und ich muss Ihnen sagen, jetzt versuchen Sie es ja mit Flexibilität. Aber wie sieht die aus? Ja, will mal ein Beispiel bringen. Kitas sollen nach Ihren Vorstellungen bis zum 2.6. geschlossen bleiben. Aus Gesundheitsgründen. Aber Bordelle dürfen ab dem 15. Mai öffnen. Ja? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da stellen sich bei mir einige Fragen. Ja? Die erste Frage ist, wie stelle ich in einem Bordell den Sicherheitsabstand sicher? Da hat sich die Landesregierung sicherlich Gedanken gemacht. Vielleicht führt sie dazu noch ein bisschen was aus. Ja? Wenn das eine ein Riesenproblem ist im Kindergarten, wird es ja im Bordell irgendeine Lösung für haben. Ja? Und die andere Frage für mich ist, Sie haben das so schön ausgedrückt, Herr Hay. Sie haben gesagt, der Virus hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Wenn Sie jetzt in den Spiegel gucken, was sagt denn Ihnen dann dieser Spiegel? Ja, angesichts dieser Diskrepanz zwischen Kindergartenöffnung und Bordellöffnung, die Ihre Koalition gern hier absegnen lassen, gern absegnet. Ja, was sagt uns das? Das sagt uns, dass die Wertemaßstäbe völlig verschoben sind, dass Sie sich hier zur Schutzmacht der Bordelle aufschwingen als rot-rot-grünes Lager, aber die Familien weiterhin hängen lassen. Die Familien hängen lassen und mit den Familien lassen sie Arbeitnehmer hängen und mit den Arbeitnehmern lassen sie auch die Firmen hängen, die Unternehmen hängen, die Thüringer Wirtschaft hängen, die auf diese Arbeitskräfte angewiesen ist, die allerdings ihre Kinder betreuen müssen, weil nämlich die Kindergärten geschlossen haben. So, und wenn ich mal die Frage der verschobenen Wertemaßstäbe weiter aufgreifen darf, dann gehe ich mal in Ihren Gesetzesentwurf, da gucke ich mir insbesondere Ihren interessanten Wirtschaftsplan an und da sehe ich auch interessante Schwerpunktsetzungen, das muss ich Ihnen sagen. Ne? Sie, Herr Hay, und auch noch andere haben, glaube ich, kritisiert, dass wir angeblich zu verantworten haben, dass wir hier tagen müssen und das 25.000 Euro kostet. Erstens ist es falsch, weil beschlossen hat das Ganze, soweit ich weiß, der Ältestenrat. Und aus unserer Sicht, aus unserer Fraktion, hätte man also auch ohne weiteres in der Besetzung im Landtag verhandeln können. Aber das mal dahingestellt. Ja. Auf der anderen Seite findet man im Wirtschaftsplan ganz interessante Positionen, zum Beispiel zur Öffentlichkeitsarbeit. 500.000 werden da eingeplant, damit sich die Landesregierung und die rot-rot-grüne Koalition als Krisenretter in der Öffentlichkeit darstellen kann. Dafür 500.000 Euro in einer Zeit, wo es Geld knapp ist, kann ich nicht verstehen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja? Und auch im Weiteren die Schwerpunktsetzung ist interessant. Da haben wir zum Beispiel Ausgleichs von Mindereinnahmen bei Festivals. Ja, darüber kann man nachdenken. Man kann dafür auch Geld einplanen. Aber ich finde es interessant, dass Sie das erwähnt haben. Ich finde es auch interessant, dass Sie, also mit 4,8 Millionen Euro übrigens. Ich finde es interessant, dass Sie besonders erwähnt haben, die gemeinnützigen Träger mit Soforthilfen von 16,5 Millionen Euro, die Museen mit insgesamt fast 15 Millionen Euro, ja, und auch die freien Medien, die erwähnt werden mit 5 Millionen Euro. Das ist interessant, dass Sie das alles erwähnen. Was ich nämlich nicht erwähnt finde, das sind Friseure, das sind Reisebüros, das sind die Fahrschulen. Die fallen bei Ihnen alle in einen einzigen großen Topf. In einen einzigen großen Topf. Ja? Und da sage ich Ihnen, das ist die falsche Schwerpunktsetzung. Sie legen einfach nur wieder den Maßstab da an, wo er Ihren politischen Verbündeten nützt. Ne? Die gemeinnützigen Träger beispielsweise, die freien Medien, die oft natürlich auch die Positionen vertreten, die Sie vertreten. Und das ist nicht in Ordnung. In dieser Wirtschaftskrise leidet gerade wegen Ihren Maßnahmen die Wirtschaft. Herr ja? Müller, die hätten Sie entsprechend. Kommen Sie bitte zum Schluss. Die hätten Sie entsprechend schützen müssen. Und wenn ich sehe, dass Sie für die Landwirtschaft 3 Millionen Euro
übrig haben. 3 Millionen, 15 Millionen für Theater. Ja, da muss ich Ihnen sagen, erklären Sie das mal einem Bauern. Also ich bin gespannt, wie da die Reaktion ausfällt. Als nächster Redner hat das Wort Herr Abgeordneter Montag von der FDP-Fraktion.